Meine Meinung zu Kuchen TV, Venonym. Ja, so hier ist meine Meinung zu Kuchen TV. Ich hoffe, es gefällt euch. Okay. Kuchens andere Kanäle. Und verlinkt dann Kuchen TV. Okay, Kuchens Horror-Stream, Premiere Empathie. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht ist die Hallihallo und Person hier herzlich gerade willkommen zu dabei. meinem Video. Letzte Woche habe ich ja mein Wünschevideo hochgeladen und da hat Debbie268 mir einen Kommentar geschrieben, dass ich doch mal ein Video über Ja, Kuchentv ich gucke machen das halt soll. jetzt wirklich Und an. das mache ich jetzt einfach. Viel Ah, Spaß! ja, wie leicht bin ich eigentlich vorhersehbar, ob ich mir was angucke oder nicht? Kuchentv hat ja nicht nur seinen Hauptkanal, sondern hat drei weitere Kanäle. Den Uncut-Kanal mit den Reactions, den Ei-Kuchen-Kanal mit so Real Talk-Videos oder wie man das jetzt nennen will, Real Talk, und den woo! Kuchengeschmack-Kanal. Wie viele Subs hast du, Bro? Also ich habe gerade 944 Abonnenten und 962 Abo-Punkte. Digga, es ist krass, Mann. Das ist halt, ich finde es wirklich heftig, Mann. Das ist Mal bei Gameplay heftig. hochlädt. Außerdem hat Tim Held ja auch. Danke, mein Kira, für den Twitch Prime Sub. Vielen lieben Dank auch für deine Unterstützung nach den ganzen Donations. Kommt jetzt also wirklich der Sub, wer hätte das Noch gedacht? einen Kanal. Und es gibt ja Leute, die denken, das ist Kuchen-TV. Aber ich weiß es natürlich besser, dass er das nicht Nee, ist. das ist auch nicht Also, KuchenTV, ich sehr gucke gut. halt momentan fast immer die Streams von Kuchen-TV. Deswegen ist der Anker-Kanal für mich eher unrelevant gerade. Da gucke ich halt Autsch. nur rein, wenn ich was verpasst habe. Neben dem Tja, Hauptkanal sie ist also interessiere mich live am meisten. dabei, Leute, alle mal Venonymnismus in den Chat Ist der schreiben. Kuchenkanal, weil die Videos sind super zum Schauen, wenn ich nebenbei male oder Sims 4 spiele. Man kann gut zuhören und die Themen finde ich halt auch meistens interessant. Den Tim Held-Kanal feiere ich irgendwie nicht so. Also das ist halt einfach nicht meins. Genauso wie der Kuchengeschmack-Kanal. Die Gameplays interessieren mich da irgendwie nicht so. Im Stream finde ich die cool, aber sonst, ja. Also keine Ahnung, aber ich feiere die Streams halt. Sowohl die Reactions sind unterhaltsam, als auch die Gaming-Sessions. Die Zum Beispiel. Gaming-Sessions, meine Freunde. Da wird ordentlich einer abgegangen hier. Torpedo69, Das, wie danke, der dass du dein Twitch Stream, wo Prime-Abo geändert Tim hast und mit einen Super Gina 1 zusammen Don't Look Sub. Twice gezockt hat, hat richtig Spaß gemacht. Aber ich finde Gina sowieso voll süß, also vielleicht liegt es daran. Niedlich, Natürlich ey. gibt es auch mal Streams, die nicht ganz so gut Ja, sind. weil, wie gesagt, wenn du mal Bock auf einen Dreier hast oder so, ne, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wird weggestrikt, Wie wieso? zum Beispiel der Stream nach dem Firegolden-Video. Tim hat halt einfach den Stream von Firegolden laufen lassen am Ende und am Handy gezockt. War dann zumindest für mich nicht so spannend zum Zusehen. Vor allem Ja dieses. gut, dazu muss man halt aber auch einfach sagen, ja, dass halt die ganze Zeit Marvin und Dings miteinander geredet haben und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, ne? Und dann hat man halt eine kurze Runde gezockt, die 3 Minuten, ey. Ja, das musste man dann halt einfach schon mal durchziehen. Mache ich ja sonst auch nicht, ne? Gespräch, was Firegolden mit dem Marvin da gehabt hat, war halt auch irgendwie absolut interessant, weil Firegolden halt einfach mal nur so gesagt hat, nein, ich habe recht und du verstehst es nicht so. Okay, wow, Ja gut, super also da muss man sagen, Mehrwert. ja, sie versteht es halt einfach nicht so, ne? Ich meine, sie versteht es halt einfach nicht, das ist halt das Problem, nee, aber, also ich kann das halt schon verstehen, dass das halt natürlich nicht für jeden halt was ist, ne? Das verstehe ich halt komplett. Ich meine, das Ding ist so, dieses Feiergurten-Ding war der ja gerade so mega groß, ne? Wir haben ja vorher so auf den Stream allgemein von ihm reagiert und dann war halt das Gespräch. Ich finde auch, dass sich Feiergurten echt schlecht da verkauft hat, so, aber genau das fand ich halt an diesem Stream eigentlich so geil, dass Feiergurten sich die ganze Zeit selber zerstört hat. Ja, alleine mit, ja, Digga, du verstehst es nicht. Ja, ich könnte dir zeigen, wo er mich die ganze Zeit beleidigt hat, aber nö, mach ich jetzt nicht, ne? Nö, muss ich jetzt nicht machen, so. Ne? Und deswegen fand ich das sehr lustig. Aber kann ich natürlich verstehen, wenn es halt Leute gibt, die dann gesagt haben, jo, ist halt eigentlich relativ lame. Aber tatsächlich war das der Stream, wo ich nur rein auf Twitch so dass die größte Zuschauerschaft hatte. Es waren irgendwie 1200 Leute oder so, die dazugeguckt haben. Das war schon sehr nice. Danke, King League, für den Twitch Prime Sub. Vielen lieben Dank. Aber wenn wir schon bei Firegolden sind, dann reden wir doch über den Beef. Ich bin halt generell eher auf KuchenTVs Seite, weil ich Firegolden als YouTuber einfach nicht mag. Vor allem seine Reactions sind halt übelst langweilig. Ja, ich bin Kuchen nicht gucke ich ja wie langweilig. gesagt meistens ziemlich gern. Zudem finde ich, Firegolden hat sich selbst als beleidigte Leberwurst dargestellt. Die Memes hätten zwar meiner Meinung nach nicht sein müssen, weil ich finde, es ist. Digga, es ist gerade eine Einzimmerwohnung in Köln für 800 Euro warm oder warum lebt die Was da? anderes über einen guten Freund Witze zu machen, als über jemanden zu lachen, mit dem man Streit hat. Trotzdem finde ich nicht, dass die Memes Max schlecht dargestellt hätten, sondern das hat er selber gemacht, weil er keinen Spaß versteht und sich durch die Memes überhaupt so sehr triggern lässt. Aber wahrscheinlich verstehe ich es einfach nur nicht. Aber auf jeden Fall sind die Memes lustig. Das ist etwas, was ich an KuchenTV sehr schätze, nämlich seinen Humor. Vor allem die Oh, Selbstironie, die Bruder. er an den Tag legt, ist super. Dass er halt Memes über sich selbst. Dankeschön, It's Vönix danke, dass du Meinung TV einen Sub geschenkt hast, obwohl er ja eigentlich Moderator ist und da stellt man es ja eigentlich schon als normal heraus.
dass er das selber machen muss. Ja, also da kann ich auf jeden Fall sagen, ich feiere das einfach. Beleidigte Leberwurst, man, das muss ich unbedingt irgendwie ja, in ein Video einbauen. Ich feiere solche Redewendungen, die, keine Ahnung, das ist so, das benutzen so Kinder, weißt du, so, du beleidigte Leberwurst, du. Oder so Alman, Omas. Ja, aber zu Feiergurten kann ich ihr da, wie gesagt, auf jeden Fall recht geben. Also ich muss auch sagen, dass ich die Reactions und so weiter von ihm wirklich maximal langweilig finde. So, ich weiß nicht, das Ding ist, er reagiert ja auch die ganze Zeit auf so Dinge wie, ja, ich weiß gar nicht, auf Streife oder Hilf mir und so. Und ich meine, das habe ich ja eine Zeit lang auch gemacht. Ich persönlich feiere das jetzt aber halt nicht mehr so. Das war halt so eine Phase, ne? So wie Graffiti oder Bitches Bang. Irgendwann bist du das halt einfach nicht mehr, ne? Oder halt homosexuell sein. Und ich persönlich finde das halt sehr, sehr langweilig, weil er guckt das halt meistens, dann versucht er das so Real Talk irgendwie auseinanderzunehmen. Ja, und dann war es das halt eigentlich schon. Viel mehr passiert da halt nicht. Ne? Er drückt irgendwie ein, zwei Mal auf Pause und dann war es das mit dem Video. Danke, Hacke Peter, dass du Boron Donis einen Sub geschenkt hast. Vielen Dank. Ja, zum Beispiel. Ich habe diesen Stream schon wieder mehr Subs sind hier verschenkt worden, als ich einfach bekommen habe. So, what the fuck, Alter. Ach ja. Da könnte sich jemand anderes eine Scheibe von abschneiden. Aber auch Jokes über andere sind halt meistens wirklich gut. Als Beispiel nenne ich hier einfach mal die ein Jahre lange Premiere neulich zum Feiergurten-Thema. Die Fans von Feiergurten können sagen, was sie wollen, aber das war halt verdammt lustig. Was auch meistens verdammt sagen, lustig sind, sind die Fail-Videos. Aber da habe ich noch einen Punkt, der mich sehr stört. Vor allem die LaVou-Fails muss ich halt immer mit Kopf voran hören. Also wegen meinen Eltern und wegen meinen Nachbarn, wenn das Fenster offen ist. Das ist der einzige Nachteil an den Fails, aber sonst sind die... Ja, ich dachte, jetzt kommt da richtig harte Kritik, so ich kann einparken und dann, ja, ich muss sie immer mit Kopfhörern hören. Auch ziemlich gut. So, wo ich jetzt aber wirklich noch was zu sagen möchte, ist das Verhalten, was Tim manchmal an den Tag legt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass er nicht so ein großes Empathievermögen hat. Ob ich Empathie habe? Nee, ich bin geimpft. Es kommt halt manchmal so rüber, weil er so gut damit umgehen kann, wenn Leute Witze über ihn machen, denkt er, das können alle anderen auch, aber es gibt ja Leute, die einfach psychisch nicht so stark sind und sich davon triggern lassen. Oh, also, Mann, ihr sagt das so niedlich, Alter, da will man gar nichts so gegen klar, sagen. Es gibt so, ja, also dazu kann ich halt sagen, also so halb hat sie da natürlich recht irgendwie, also mein Empathieempfinden im Internet ist halt, ja, nicht so gut, das gebe ich halt auch ganz offen zu. Also meine Meinung sieht da halt einfach so aus, dass wenn man halt im Internet ist und sich auch hier öffentlich zeigt, dass man halt auch damit klarkommen muss, dass es halt Leute gibt, die dann Witze über einen machen. Oder dass halt auch über einen gelacht wird. Ich meine, gerade bei den TikTok-Cringe-Compilations oder so, ich meine, da kann ich halt nichts anderes machen, als ja, mich darüber lustig zu machen, so, ne, weil ich solche Leute einfach nicht ernst nehmen kann. Klar, es geht vielleicht nicht jeder damit um, aber ich persönlich bin dann halt der Meinung, dass genau diese Leute einfach nicht ins Internet gehören. Ich weiß, damit stehe ich wahrscheinlich fast alleine da, ja, aber ich finde, wer im Internet ist, ich meine, da gibt es Millionen Leute, die alle anonym sind, an die du nie rankommen wirst, ja, also ich sage, wenn ich jetzt jemanden beleidige, man könnte mich wenigstens anzeigen, so, ja, aber alleine diese ganzen Drachenlord-Hater und so, da gibt es ja auch so viele, die dauernd Leute runtermachen und du weißt gar nicht, wer dahinter steckt. Und das ist einfach klar, dass es das im Internet gibt. Und ich finde, wer das Internet halt nutzt und sich hier zeigt, gerade auch meistens dann noch mit Gesicht und am besten noch mit dem richtigen Namen und so, der muss halt einfach damit klarkommen, dass es halt Leute geben kann, die sich halt über einen lustig machen. Und wer das halt nicht tut, der muss sich halt entweder nicht zeigen oder darf halt nicht im Internet sein. Oder muss halt seine Sachen so hochladen, dass es halt wirklich nur Freunde sehen können. Ne, bei Instagram-Stories gibt es halt auch sowas, das nennt sich irgendwie enge Freunde, da kannst du einstellen, wer deine Storys sehen kann. So, und ja, wenn du jetzt nur da Storys hochlädst, wo auch wirklich nur sehr enge Freunde von dir drin sind, dann sieht das ja kein anderer so. Dann kann sich auch keiner darüber lustig machen. Ist halt da auf jeden Fall so meine Meinung dazu. Solche und solche, aber das ist mir halt aufgefallen. Na, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Rumgeschleime und euch hat das Video gefallen. Sagt mir gerne, wie ihr es fandet und schreibt mir doch auch mal eure Meinung zu KuchenTV in die Kommentare. Ich kann ja dann auf euch antworten, falls ich was vergessen habe und mir das dadurch einfällt. Ich habe halt echt lange überlegt, aber ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, Kommentare, wie ihr es fandet oder wie ihr KuchenTV findet oder beides am besten. Gina ist eifersüchtig, ja, die wird direkt gebannt hier. Ja, auf jeden Fall ganz gutes Video. Ich meine, ich hatte ja auch eigentlich nur positiv über mich geredet, von daher wäre das ja auch bitter, wenn ich jetzt sagen würde, oh, richtig scheiß Video oder so. Ja, kann das halt auf jeden Fall verstehen. Ich denke, sie versteht es halt einfach nicht und ich denke, so können wir das auf jeden Fall stehen lassen. Was macht die denn noch so für Videos? Ich muss die Reaction hier noch irgendwie auf 10 Minuten bringen, damit ich mehr Werbung schalten kann. Geburtstagsglückwünsche, also offensichtlich hatte sie letztens erst Geburtstag. Und wer hat gesagt, sie ist 19, ne?
Ich bin, du kannst mich Nessa nennen. Ich bin 19 Jahre alt und mache Videos, wo ich meinen Senf zu allem Möglichen dazugebe. Falls dir mein Videos gefallen, würde ich mich so über ein Abo freuen. Ich mag Videospiele und Serien. Außerdem zeichne ich manchmal. Viel Spaß auf meinem Kanal. Twitter und Twitch. Ja, guckt rein, Leute, ne? Wer weiß, Alter. Ne, wäre schon krass, wenn man sich so kennenlernt. Okay, super.